Herzlich willkommen beim Sommerfest der Welser Wirtschaft bei Moritz Kranbach. Es ist heute so ein strahlender Abend. Es sind viele Betriebe eingeladen. Also stellt sich heute die Frage, wie strahlend schaut es mit der Welser Wirtschaft aus? Der Wirtschaftsstandort Wels ist eigentlich sehr gut. Ja. Wir haben hier auch im Lehrstellenbereich über 2500 Lehrlinge, die hier im Wels Stadt und Wels Land sind. 2022 haben wir Wels Stadt und Wels Land, also in der Region zusammen, über 600 Gründungen, Neugründungen gehabt an Firmen. Und das ist schon ein gutes Fundament hier für unsere Region. Die Konjunktur hat sich ein bisschen abgekühlt, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Wirtschaft noch sehr gut läuft in Wels und das ist gut so. Das ist großteils einmal den sehr fleißigen Unternehmerinnen und Unternehmern zu verdanken, aber natürlich auch den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen in den Unternehmen. Also summa summarum geht es der Wirtschaft nach wie vor sehr, sehr gut in Wels. Ich sehe die Zukunft auf alle Fälle positiv. Und an so einem Abend, an so einem sonnigen, lauwarmen Abend ist ja das Ganze klasse, wenn die Wirtschaft zusammenkommt und sich da austauscht, was die Zukunft so bringt. Also die Wirtschaftslage läuft sehr gut. Zum Glück ist die Corona-Zeit vorbei. Man merkt, die Unternehmen sind aktiv. Es ist wirklich toll. Wir bekommen es auch selber mit in der Bank. Wir arbeiten mit großartigen Unternehmen zusammen, die florieren und wir hoffen nur das Beste für das kommende Jahr. Heute ist ja so ein strahlender Abend. Wie schaut es mit der Welser Wirtschaft aus? Ist die auch so strahlend? Ja, wenn man sich die Stimmung heute anschaut, dann würde ich sagen, es ist schon strahlend, weil es ist eine super Stimmung da. Die Leute sind gut drauf und ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Bei uns läuft es gut zum Glück, aber natürlich ein Kampf mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie es alle haben. Und das ist das, was sehr viele hemmt, nicht nur uns, auch andere Betriebe, vielleicht das eine oder andere Geschäft abzuschließen oder die eine oder andere Filiale zu schließen oder Öffnungszeiten einzuhalten. Wie gesagt, das ist momentan das Nummer 1 Thema, das wir alle haben, nicht nur in Oberösterreich, in Österreich, sondern ich glaube europaweit. Und da müssen wir schauen, wie wir das in den Griff bekommen. Ja, wenn ich jetzt von meiner Branche spreche aus, kann ich mich nicht beschweren. Also ich bin Bestattungsunternehmerin und habe halt wirklich alle Hände voll zu tun. Für die Wirtschaft auch in Wels ist noch recht gut. Es zeichnen sich aber leichte Gewitterwolken in manchen Branchen ab, zum Beispiel in der Baubranche oder auch in manchen Bereichen der Industrie. Und wir hoffen, dass uns dieses noch immer Schönwetter erhalten bleibt und die Wirtschaft weiter gut laufen wird. Wir sind überwältigt und freuen uns, dass so viele Leute gekommen sind. Das Sommerfest der Wirtschaftskammer war eine gelungene Veranstaltung bei strahlendem Sonnenschein. Die Stimmung zur aktuellen wirtschaftlichen Lage war an diesem Abend überwiegend zufriedenstellend. In der Baubranche jedoch sieht die Prognose in der näheren Zukunft leider nicht vielversprechend aus.